sieht das denn aus? Was soll das denn sein? Gott, oh Gott, oh Gott, es ist Leberwurst. Meint ihr das denn ernst? Ich zieh mir das nicht rein. Bitte, das weiß doch wohl jedes Kind. Ich fass die Gabel nicht an. Aha. Ich fass den Löffel nicht an. Aha. Nein, ich lass sie beide am Rand liegen. Denn was der Bauer nicht kennt, liegt auch bei mir nicht im Trend. Ich lass mich nicht ver. Probier doch wenigstens nur ein ganz kleines Stück, sonst bekommst du keinen Nachtisch. Einen klitzekleinen Bissen wirst du schon vertragen. Warum denn so? Nachtisch. Einmal probieren muss drin sein, doch du guckst uns an, so als reden wir. Probier doch wenigstens nur ein ganz kleines Stück, sonst bekommst du keine Nachtisch. Nur einmal probieren, das wär doch ein Klecks. Was hast du schon zu verlieren? Nur ein einziger Haps. Was soll das denn jetzt? Was habt ihr denn vor? Gott, oh Gott, oh Gott, es ist Kabellau. Guter Witz, ihr zwei, was haben wir gelacht? Dafür mach ich doch nicht den Schnabel auf. Ich dreh den Kopf nach links, ich dreh den Kopf nach rechts. Schöne Grüße auch an die Küche. Sie setzt mich unter Druck, dass ich alles runterschluck. Das zerstört meine Psyche. Probier doch wenigstens nur ein ganz kleines Stück, sonst bekommst du keine Nachtisch. Einen klitzekleinen Bissen wirst du schon vertragen, warum denn so? Nachtisch. Einmal probieren muss drin sein, doch du guckst uns an, so als reden wir Spanisch. Probier doch wenigstens nur ein ganz kleines Stück, sonst bekommst du keine Nachtisch. Gebt ihr endlich auf, lass doch die alten Tricks von wegen, freu dich doch, sei doch froh, woanders haben sie nix. Haben sie nix. Und vor allem keinen. Spanisch. Prueba un poco o te quedarás sin postre.